Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde hier in Meschede, ich grüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Parteitag und wäre gerne bei Ihnen gewesen, so wie in den letzten Jahren ganz häufig. In den letzten 11,5 Jahren war ich über 150 Mal in Meschede und in Ortsteilen, zum Beispiel auf Veranstaltungen der CDU oder auf Neujahrsempfängen und Podiumsdiskussionen der IMW oder auf Veranstaltungen zum Beispiel beim THW oder an unseren Schulen. Erst letzte Woche bei dem Gymnasium der Stadt Meschede zu einer Veranstaltung Mein Europa kann über das, was junge Leute unter Europa verstehen. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren sehr viel für Meschede bewegen konnten. Das geht natürlich nur gemeinsam. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Weber, mit Josef Sommer oder Marcel Spork haben wir einiges bewegt. Besonders habe ich mich gefreut, dass wir aus dem alten Arbeitsamt ein ganz, ganz tolles Gebäude gemeinsam schaffen konnten. Uns ist es gelungen, in den letzten Jahren viele Gelder der Breitbandförderung auch nach Meschede zu holen. Zwei Gewerbegebiete werden jetzt gefördert und uns ist es gelungen, im Jahre 2017 im Hochsauerlandkreis insgesamt 9,3 Millionen zu holen und haben auch die Ortsteile von Meschede profitiert. Ich habe mich gefreut, dass wir es geschafft haben, in Freie Nohl Bundesgelder zu bekommen, um den Bahnhof zu sanieren. Und ganz besonders jetzt freut mich natürlich, dass der Bund auch die Sanierung des Freibads hier in Meschede unterstützt. 90% der Kosten werden vom Bund übernommen. Ich glaube, dass das wirklich eine Gemeinschaftsleistung ist. Wir haben viel bewegt in der Region hier in Meschede und daran möchte ich gerne in den nächsten Jahren anknüpfen. Ich bewerbe mich erneut für ein Bundestagsmandat bei der CDU im Hochsauerlandkreis. Ich glaube, dass wir gemeinsam viel geschafft haben, aber es ist auch noch sehr viel zu tun. Die zentralen Themen werden die Infrastruktur werden. Uns muss es gelingen, im Bereich der Infrastruktur nicht nur, was die Straße betrifft, auch was digitale Netze betrifft, noch weiter voranzukommen. Das Thema Schienenausbau wird ein Thema auch bei uns in der Region werden. Und das Thema Wirtschaft wird natürlich ein ganz, ganz zentrales Problem sein. Nach der Corona-Pandemie werden wir es auch mit Hilfe des Bundes anpacken müssen, wieder die stärkste Wirtschaftsregion in Nordrhein-Westfalen zu sein und eine starke Wirtschaftsregion in Deutschland. Das muss auch ein Gemeinschaftswerk sein. Und ich möchte an das Ehrenamt erinnern. Wir haben in normalen Zeiten wahrgenommen, wie viel das Ehrenamt gesellschaftlich beiträgt. Und jetzt hat das Ehrenamt auch stark gelitten in der Zeit von Corona. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir von Seiten der Politik jetzt das Ehrenamt unterstützen. Das möchte ich gemeinsam mit Ihnen machen. Darum bewerbe ich mich am 17. April in Arnsberg, Hüsten, im Stadion von Hüsten 09, wieder bei der CDU um die Kandidatur für den Bundestag. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen. Ich stehe Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie einfach an oder eine E-Mail, dann kommen wir gemeinsam in den Dialog. Ich würde mich freuen, wenn wir die nächsten 4 Jahre gemeinsam für den Hochsauerlandkreis für Meschede arbeiten können. Dankeschön.